Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Ja, wir sind wieder hier bei dem kleinen Raum mit dem Ritter, den wir schon kennengelernt haben. Und ich bin jetzt gerade wieder zu dieser Stelle gelaufen und ich bin tatsächlich komplett durchgelaufen bis hierhin. Es ist also möglich und ja, ging natürlich wesentlich schneller. Okay, das muss man ausprobieren, das weiß man nicht. Aber ab jetzt bei jedem anderen Durchgang, wenn nicht unbedingt gelootet werden muss oder neue Items auftauchen, kann man zumindest an dieser Stelle durchrennen. Wir machen weiter, gucken mal, was in dieser Kiste ist. Wenn ich dazu komme. Ich hasse den. Aber der Vorteil, ihr könnt sehen, wovon ich gerade gesprochen habe. Ich lasse das mal drin, deswegen auch. Normalerweise hätte ich das neu angefangen, aber dann seht ihr, was ich meine. So sieht das aus. Man muss also nicht dort verharren, sondern kann einfach durchrennen. Ohne großartige Probleme. Alright. So. Und dann sind wir nämlich jetzt auch hier schon wieder bei dem Ritter. Und ich versuche jetzt mal, ihn zu backsteppen. Einen kleinen Aufmerksamkeitserreger zu beginnen. Okay, der lässt sich aber nicht backstecken. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Durch diesen Windwirbel kann man den gar nicht backsteppen. So, das kratzt den alles gar nicht. Er läuft einfach mal ein bisschen weiter jetzt. Als ob nichts gewesen wäre. Oder ist der runtergefallen? Hat der gedacht, ich bin wieder unten? Ach ja, schön. Also, endlich die Kiste. Schleier des Imitators. Wir gehen mal hier weiter. Gucken mal beim nächsten Leuchtfeuer, was das für ein Schleier ist. Ja, was stehst du auch da rum? Nicht von dieser Seite. Okay, dann eben von der anderen Seite. So, können wir ihn hier unbemerkt... Ja, können wir. So, und hier ist, wer wohnt hier? Der Metzger des Hauses, oder wer ist das da unten? Oder ist das hier ein Margit-Verwandter? Sieht fast so aus, oder? Hat auch schon so viele Arme. Hat der auch so viele Pimmel zum Onanieren, wollte ich gerade sagen. Nee, oder nicht? Besseres Fleisch. Na, schön warm am Feuerchen. Ich glaube, das sind die ungefährlichsten Gegner im Spiel. Die sind sehr
phlegmatisch. Wollte ich sagen. Die kann man schön erledigen. Was mit ihm wahrscheinlich nicht so der Fall ist. Ohne Hochglanzaxt. Deswegen gehen wir auch gleich mal weiter. Und gucken mal, wo wir hier sind. Wo vielleicht das nächste Feuer ist. Schnappen wir mal kurz ein bisschen Luft da draußen wieder. Okay, das sieht gefährlich aus. Das ist ein Wall mit Hunderten von Soldaten. So, und hier sind wir mal extremst dunkel. So, Pause ist vorbei. So, können wir denn jetzt hier schon wieder so... Ah, nee, hier geht's lang, alles klar. Hier geht's lang. Pfeile. Tja, die Frage jetzt, durch den Wall da schon raus oder erst an diesem... Ding da vorbei. Denn da hinten geht es, glaube ich, auch noch weiter, ne? Ja, das ist ja toll. Alter, willst du mich verarschen? Nein! Nein! Ja, Hidetaka. Dachte sich, ich baue mal einfach mal ein Loch dahin. Ah, nee! Das gibt's doch nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Sachen sehen wollt, weil oftmals, wenn sich nichts Wichtiges ereignet, es keine besonderen Items gibt oder so, starte ich die Aufnahme auch öfter mal neu, damit ihr Szenen so wie jetzt nicht doppelt sehen müsst. Wir könnten aber, wenn ihr das wollt, ja, wenn ihr auch sehen wollt, dass ich verrecke, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann lasse ich das öfter mal drin. So wie jetzt auch. Was hat der für eine elende Reichweite? Wo kommst du denn her?
Na toll. Jetzt hat der Vogel auch nicht mal irgendwas gedroppt. Ich meine ganze Magie verballert. Blutstillende Boli. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Hier müssen wir nicht sein. Hängt denn hier alles rum? Arme, Beine, Gedärm. So, wer bist du? Eine ganz zentrale Figur. Da gibt es ja auch in der Launch Edition dieses Poster. Das sieht exakt, also sieht sehr ähnlich zu diesem Bild aus. Wer das sehen will, ich habe ein kurzes Video gemacht zu der Launch Edition von Elden Ring bei mir auf dem Kanal. Das Poster sieht, also hat das gleiche Motiv auf jeden Fall. Gucken wir, ob wir den noch kennenlernen irgendwo. Aber das ist doch hier, wie soll man denn hier durch? Müssen wir gar nicht. Können auch erstmal runtergehen. Werden wir verfolgt? Nee, der wartet. Sehr schön. Wählender Schmetterling. Oh! Oh, what the hell? Okay, das ist nicht weniger gefährlich. Scheiße, wo bin ich hier? Wieso bin ich hier? Oh, das rettende Feuer, das rettende Feuer. Zum Stufenaufstieg fehlen noch 1000. Tja, wir gehen mal erst voran, ja? Machen Meter. Wobei das mir jetzt wirklich überhaupt nicht geheuer ist hier. Das sieht aus wie ein... Blitzdrachen-Talisman. Das sieht aus, also das sieht doch wirklich aus, als ob jetzt gleich ein Drache auftaucht, oder? Ein riesiger Drache, der hier wieder alles weggerotzt. Sturmhügel. Ja, hier sind schon die ersten roten Flecke. Oder stehen diese Riesen gleich auf, oder was? Ja klar, ne? Moin. Na, gut geschlafen? Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht mit dir anlegen, so. Deswegen mache ich es auch nicht.
Tunnel. Tunnel die jetzt einfach. Lass das. Gibt's hier irgendwas? Nein, hier gibt's nichts. Hey, ein Portal. Wo landen wir denn jetzt? Elden Ring suchen. Heiliger Turm von Limgrave. Absolut fest verschlossen. Oh nö. Ja, das weiß ich, auch. Eieiei. Wir dürfen noch nicht. Irgendwo ist ein Schlüssel. Oder irgendwas anderes müssen wir erst noch erledigen. So, den Kollegen habe ich nicht kommen sehen. Diese Kleinen sind ja, die machen nichts, aber die... Anscheinend gibt es auch wild gewordene. Größere. Ich lasse die einfach mal in Ruhe. Na, ob das noch was wird hier? Silberner Federtierfuß. Das ist das Reich der Drachen, oder? Das Reich der Weißkopfadler. Na, wo guckt ihr hin? Kommt man hier irgendwie runter? Erwarten die jetzt von mir, dass ich hier runterspringe? Weitergehen, sagt er. Nein! ja, die Frage ist natürlich, ob das mit Anlauf klappt. Kommen wir da weiter? Mit Anlauf rüberspringen wäre möglich, oder? Ich bin jetzt, ich war, glaube ich, zu langsam. Heieiei, okay, also, wir sind weitergekommen ein bisschen hier im Schloss. Ich werde nochmal die Tour machen und dann sehen wir uns an exakt derselben Stelle wieder und probieren dann aus, ob der Sprung funktioniert. Ich sage danke fürs Einschalten und ja, wenn du beim nächsten Mal dabei sein möchtest und noch kein Abonnent bist, dann klick auf den roten Button, verpasst du keine Folgen. Ich würde mich freuen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.